Im A-Klassen-Topspiel hoffen heute der SV Konz 2 und die SG Oosburg auf ihren ersten Saisonsieg, denn der blieb bisher für beide Mannschaften aus. Konz hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt so mit Ach und Krach geschafft und auch in dieser Saison sieht es alles andere als rosig aus für den Verein. Denn das Team von Jürgen Kopp hat bisher alle Spiele verloren. Aber auch Oosburg muss langsam mal in der A-Klasse ankommen. Der Bezirksliga-Absteiger hat aus seinen ersten beiden Spielen lediglich 2 Punkte mitnehmen können. Zwei Mannschaften also, die hier heute kämpferisch einiges zu leisten haben und welcher Mannschaft das besser gelungen ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. In diesem Spiel war Oosburg der klare Favorit. Doch der ehemalige Bezirksligist ließ sich ganz schön viel Zeit, um das gegen die kämpferischen Konzer unter Beweis zu stellen. Zwar kam die Mannschaft aus Oosburg immer mal wieder vor das Tor der Gastgeber, doch scheiterte immer an der Konzer Abwehr. In der 21. Minute gab es Freistoß für die Mannschaft in Rot. Michael Höllen zieht den Ball aufs Tor, doch Torwart Florian Gottlieb ist schnell am Boden und rettet Konz vor dem Rückstand. In der 33. Minute nimmt das Spiel eine unerwartete Wendung. Der Konzer Offensivspieler Mustafa Al-Saidi ist auf dem Weg zum Oosburger Tor und wird von Pascal Marx bedrängt. Al-Saidi kommt im Strafraum zu Fall und Schiedsrichter Jens Schneider pfeift Elfmeter für Konz. Dennis Chloé legt sich den Ball auf den Punkt, läuft an und pfeffert die Kugel in den Kasten. Torwart Christian Lacotta ist zwar in der richtigen Ecke, doch kann den Ball nicht halten. 1:0 für den Gastgeber. Doch Oosburg lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Der eingewechselte Florian Wiesenthauer fängt den Ball ab und verlängert aus abseitsverdächtiger Position auf Alexander Christ, der nach 37 Minuten zum 1:1 ausgleicht. Oosburg will es jetzt wissen. 4 Minuten vor der Halbzeitpause kommt eine exakte Flanke auf den Kopf von Oosburgs Alexander Christ. Doch der Keeper Florian Gottlieb verhindert mit einer Glanzparade den Führungstreffer für die Gäste. In der zweiten Halbzeit sind gerade mal 40 Sekunden gespielt. Da gibt Schiedsrichter Schneider Freistoß für Oosburg. Pascal Marx nimmt Anlauf und die Kugel landet im hohen Bogen zum 1:2 Führungstreffer im Konzer Tor. Oosburg wollte jetzt zeigen, dass sie zu Recht Favorit der Partie waren. Nach 58 Minuten setzt die Mannschaft von Daniel Becker Konz erneut unter Druck. Eine Flanke auf Offensivspieler Jens Heimfahrt, der per Kopfball auf 1:3 erhöht. Nach diesem Gegentreffer fand Konz die Konzentration nicht sofort wieder. Kaum hat Schiedsrichter Schneider die Partie wieder angepfiffen, war Oosburg schon wieder gefährlich im Strafraum der Gastgeber. Die Abwehr kann den Ball nicht abfangen und Kai Hemgesberg macht das 4. Tor für die SG. Konz kam kaum noch gegen das Offensivspiel des ehemaligen Bezirksligisten an. Kai Hemgesberg bekommt den Ball kurz vor dem Strafraum. Völlig unbedrängt kann der Spieler den Ball aufs Tor bringen und macht sein 2. Tor in diesem Spiel. Nach 64 Minuten führen die Gäste aus Oosburg mit 1:5. Fünf Minuten vor Schluss gibt es noch einmal Freistoß für Oosburg. Souverän erhöht Kai Hemgesberg auf 1:6.
Konz kann den Ball kaum mehr in den eigenen Reihen halten. 20 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit kann Pascal Marx auf den 1:7 Endstand erhöhen und macht damit den ersten Sieg der Saison für die SG perfekt. Bei mir sind jetzt die beiden Trainer. Rechts von mir Jürgen Kopp vom SV Konz, links von mir Daniel Becker von der SG Osburg. Herr Becker, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Am Anfang kam die Mannschaft irgendwie nicht richtig ins Spiel. Und wo war da der Befreiungsschlag, wo es jetzt ja doch ziemlich hoch für Sie ausgegangen ist? Ja, erste Halbzeit ganz klar katastrophal gespielt. Haben auch in der Halbzeit so angesprochen. Glücklicherweise noch 1:1 gemacht vor der Halbzeit und dann hat man in der zweiten Hälfte dann gesehen, wenn die Kugel läuft, dann fallen auch automatisch die Tore. Ja, Herr Kopp, Sie haben ja sehr, sehr gut angefangen. Also Sie haben gut dagegen gehalten. Osburg war ja hier der klare Favorit, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Die sind aus der Bezirksliga abgestiegen. Aber wo war das Problem letztendlich? Weil abwehrtechnisch hat doch die Mannschaft eigentlich gut dagegen gehalten am Anfang. Wie Daniel eben schon erwähnt hat, das 1:1 war, glaube ich, unser Nackenschlag. Wir machen mit unserer zweiten Offensivaktion machen wir 1:0, stehen bis dahin relativ zügig und gut, dann verletzt sich unser Kapitän Dennis, danach verlieren wir ein bisschen die Ordnung, dann kriegen wir direkt das 1:1, nach einem langen Ball stehen wir eigentlich 2:1, darf nicht passieren, dann in der nach der Halbzeit, ich würde schätzen 50 Sekunden später, Freistoßtor 2:1, Olli echt danach noch ausgefallen und das ist, was ich gesagt habe vorher schon, bei uns fehlen halt noch viele Spieler und wenn die alle nicht da sind, dann wird es problematisch, wenn dann noch so zwei Leistungsträger ausfallen, dann wird es gegen so eine Mannschaft, die wie Osburg einfach nimmer machbar. Das ist ja jetzt die dritte Niederlage in Folge. Was muss denn besser werden, dass da endlich mal 3 Punkte oder wenigstens mal 1 Punkt reinkommt? Also wenn wir so auftreten wie die ersten 40 Minuten in der ersten Halbzeit, dann werden wir auch noch punkten, da bin ich mal ganz sicher. Wir werden den Kopf in den Sand stecken, wir haben trotzdem 16 bis 18 Leute im Training, das stimmt uns einfach positiv, wir sind ein geiler Haufen und da wollen wir einfach weiter ansetzen. Ja, für Sie war es ja jetzt auch mal der erste Sieg in der Saison. Was ist denn in den ersten beiden Spielen verkehrt gelaufen und was ist heute definitiv besser gelaufen? Ja, ich will gar nicht sagen, dass was verkehrt gelaufen ist in den ersten beiden Spielen. Gegen Tafos im ersten Spiel haben wir ein 1:1 mit doppelter Unterzahl geholt. Das war schon nachher eigentlich ein Erfolg und letzte Woche in Köln, haben wir einfach nicht ins Spiel gefunden. Ne? Haben da 2:2 gespielt, hätten auch noch verlieren können. Also da war heute in der zweiten Halbzeit, hat das schon besser ausgesehen. Gut, super, danke schön. Ich bedanke mich bei den beiden Trainern. Ja, und ich verabschiede hier mich aus Konz, wo Konz mit 1:7 unterlegen hat.